So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren neuen Ausgabe von BeamNG Drive. Und nach einer Woche ist es ja nicht mehr so weit, ich kann wieder aufnehmen, wenn ich mitbekommen habe, ich habe mir letzte Woche Dienstag ja die Schneidezähne entfernen lassen, deswegen rede ich jetzt auch so gut. Nein, ich habe mir letzte Woche Dienstag die weiße Zähne links entfernen lassen und war durch eine Woche leider lahmgelegt, aber jetzt bin ich wieder zurück und ich bin sehr glücklich drüber, dass ich wieder aufnehmen kann. Und deswegen fangen wir einfach direkt mit BeamNG Drive an. Das bietet sich einfach wunderbar an und mit dem Gavril Vertex NA2 Mod. Ein Mod, der an einen Ford angelehnt ist und der Modder komplett all out von ich gehe komplett bekloppt gegangen ist. Der Wagen, die Grundversion stammt aus Automation. Der hat das Ding aber dann, das Modell genommen und komplett in den richtigen BeamNG Drive Mod umgeändert. Also nicht dieses Converted, weil ihr seht ja, wir haben auch einen Innenraum. Den hätte man ja normalerweise mit der Automation Conversion nicht. Der fehlt ja dann immer. Und hat halt gemeint, jo, wie wäre es, wenn ich einfach mit diesem Fahrzeug einen kompletten Schlaganfall erleide und ich sag mal, ein paar mehr Tuning-Möglichkeiten biete. Ich glaube, das sollte als Anzeichen genug sein, dass der Mann sehr viel Freizeit hatte und echt nicht wusste mit seinen 600 Stunden, hat er gemeint, hinwusste. Es gibt ein paar Tuning-Möglichkeiten. Wir werden aber viel einfach über das Tuning-Menü machen, weil man kann ja auch über Vehicle-Config viel machen, weil jedes Mal den Wagen reinladen, das machen wir nicht, weil ungefähr 8 Minuten müsst ihr damit rechnen, dass dieses Modell reingeladen worden ist, was halt so viele Möglichkeiten zu verändern hat, dass das Spiel minimal überfordert damit ist. Ich sehe auch jetzt schon kommen, wenn ich gleich einen Unfall baue, dass das Spiel einfach bopp in den Bluescreen endet. Wir warten mal ab. Links zum Mod natürlich in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir drehen einfach mal eine wunderbare kleine Runde hier mit dem Gavril. Ich habe die kleinste Version genommen. Das Ding ist also scheiße langsam. Hat wunderbares Automatikgetriebe. Handbremse haben wir trotzdem am Start, wie ihr seht. Und wir haben ESC aus. So einen Dreck lassen wir hier erst gar nicht zu. Off. Es gibt nur eine Möglichkeit von ESC und das ist aus. Weil nur damit kann man dann auch so was machen. Haben wir Front- oder Heckantrieb? Eindeutig Frontantrieb. So wie die Vorderachse sich verhält, eindeutig Frontantrieb. Die Vorderachse würde nie so rumhüpfen, wenn wir Heck hätten. Aber nichtsdestotrotz können wir mit der Handbremse es so erscheinen lassen, als hätten wir Heckantrieb. Um die coolen Kids mit ihren Opel Corsa, okay, Entschuldigung, mit ihren wunderbaren, total tollen Autos, aua, zu beeindrucken. Wir haben auch wunderbare Radkappen. Sowieso, mit Radkappen 10 von 10, alles gewonnen. Fährt aber noch, ne? Sagt ihr, dann fuhr das Ding direkt gegen die nächste Ampel. Fährt aber immer noch. So, jetzt fahren wir weiter. Warum haben wir so viel Traktionsverlust bei so wenig Leistung? Das sieht für mich nicht verhältnismäßig aus. Ich akzeptiere nicht, wie viel Traktionsverlust dieser Wagen mit der Leistung, die er hat, erzeugt. Das ist eindeutig nicht okay. Kein Block trifft. Ich wollte diesen coolen kennen, diesen San Francisco Drift, den er mit dem Fiesta gemacht hat. Fast, das war das gerade auch. Bisschen an. Entschuldigung, diese Radkappen, das ist. Macht mich halt fertig, ey. Aber er fährt immer noch. Das muss man eben leider lassen. Also, er hält sehr viel aus. Schadensmodell ist aber doch. Gefällt mir gut. Innenraum ist auch ganz, ganz nett. Also, bis darauf hin, dass Armaturenbrett rechts minimale Wellen schlägt. Und kein juckt es. Ha! Kannst du auch so sehr Welle schlagen, Armaturenbrett? Ich glaube, wir kriegen nicht mehr wirklich viel Schwung drauf. Warte, ich fahre mal kurz dagegen, der Wand kommt. Das ändern wir mal schnell. Wunderbar. Fliegen die anderen Radkappen, die sind auch noch weg. Jetzt haben wir alle Radkappen los, da bin ich doch zufrieden mit. Motor läuft komischerweise immer noch. Das ist echt nicht okay. So, ich würde aber sagen, weil es so viele Optionen gibt, werden wir jetzt mal ein wenig optimieren. Könntest du mal stehen bleiben? Dankeschön. Ich muss dich optimieren. Das, was wir natürlich machen werden, ist natürlich falsche Taste drücken. Erstmal das vor allem, weil falsche Taste drücken ist viel lustiger. Das wollte ich gar nicht. Da. So, weil wir können die Kiste nämlich auch tiefer drehen. Das möchte ich jetzt als erstes mal. Das Ding muss bitte so tief wie möglich. Wheel Alignment, Wheels, Spring Height. Wenn ich das hier mache, geht er damit runter? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Er hat wohl, glaube ich, keinen Fahrkomfort mehr. Warte, wir setzen das mal gerade ganz kurz. Ah, ich kann auch Live-Updates anmachen. Ja, das ist ja viel geiler. Scheiß drauf. Live-Updates, it is. So, ein bisschen Camber. Live-Updates ist keine gute Idee. Kann ich da mit negativen Sturz machen? Ja, kann ich. Das ist ja schön. Alter, bisschen Sturz. Und geht das mit nicht? Doch, Camber Adjuster. Tschüss. Fürs Laden. Okay, in dem Moment ist uns gerade die Hinterachse gebrochen. Hoppala, ich habe da was kaputt gemacht. Warte mal. Nicht so viel? Ich glaube, Tow müssen wir auch adjusten, ne? Vielleicht auf 0.
Ich sollte echt nicht Live-Updates anmachen, das ist so am Lecken dadurch. Kann ich jetzt? Jetzt machen wir jetzt mal 100. Jetzt dürfte aber jetzt nicht so diesen komplett Schlaganfall hinten. Da. Ist mir jetzt scheißegal, das lasse ich trotzdem so. Nein, Spaß, wir resetten das erstmal. Wir kümmern uns erstmal ums Bodykit. Ich fummel vielleicht erstmal nicht am Fahrwerk rum. Ich habe da anscheinend zu wenig Ahnung von. So, Parts. Body, genau. Motor lassen wir erstmal drin. Was ist so aus? Können wir da reinmachen? 10 Liter Flatplane V8. Alter, gibt's auch viele geile Motoren. Warte, wir haben jetzt einen 2 Liter rein Vierer drin. Wir können den 5 Zylinder aus dem Vivas reinballern. Rinder mit. Jetzt hat er nämlich einen schönen 5 Zylinder Klang. Geil. So. Stockbody, ja, machen wir. Frontbumper, ich will Frontbumper haben. Wo ist denn die Frontbumper? Nicht dumm? Ach, Frontbumper, da. Was haben wir denn da? God Mode, Sunburst, Frontbumper Kit, Text. With Lip Kit. Schön, dicke Lippe riskieren. Geil, machen wir. Jetzt brauchen wir noch Rear Bumper, da ist er doch. Rear Extreme Diffuser Bumper, was heißt ein extremer Diffuser für dich spielen? Oder für den Modder? Ja, ich glaube, also extrem ist so ein Ausdruck, ich finde, der ist auch anpassungsbedürftig. Haben wir auch einen Spoiler? Trunks, Trunklet? Nein. Ich will einen Spoiler haben, muss ich ehrlich sein, aber ich finde gerade keinen. Ich wüsste nicht wo. Frontbumper, Wide Fender. Gibt es auch andere Fender? Es gibt breite Kotflügel. Ja, gib ihm. Oh, das ist wirklich breit. Ah, Rear Wide Body Kit. Ah, da. Rear Over Fender Kit Thick. Ja, der ist thick. Das müssen wir natürlich nehmen. Was heißt denn? Problem ist, unser Rear Fitment ist halt jetzt gerade halt hart für den Arsch. Door Handles, Rear Hoof Accessory. Ich suche gerade Spoiler. Rear Bumper Accessory. Es gibt Accessoire. Ah, Wheelie Bars. Ah, okay. Side Skirt, Toe Hitch, Trunk Content. Ich kann Sachen in den Kofferraum packen, weil ich Bock drauf habe. Headlight, Left. Meine Fresse, wie viel kann ich denn hier machen? Wo gibt's denn jetzt Spoiler? Warum sehe ich denn hier keinen verfickten Spoiler? Oder bin ich dumm? Ich sehe einfach keinen Spoiler. Ich bin, glaube ich, zu doof. Ich glaube, wir werden keinen Spoiler drauf packen, weil ich einfach zu doof bin. Ich übersehe es massiv zu wahrscheinlich. Also, guck doch einfach bitte auf den Spoiler. Wäre echt schön. Ah, Rear Wing, da ist es. Ha! Holy shit, wie viele gibt es denn? Buzuku Spoiler, wow, bitte echt? Oh, wie geil, was ist das andere da drunter? Deo Volente Double Tip Wing. Ja, ist ja langweilig. Das ist ja Huge Wing. Oh, Extreme, es gibt noch Extreme Wing. Das ist huge, was ist dann Extreme? Ich möchte... Perfekt, nehmen wir. Einmal zum Einpacken bitte, dankeschön. So, Haube. Twin Hood Exit Turbo Cutout Hood. Perfekt. Ja, nice. So muss das laufen. Bumper habe ich, Glas, bla bla. So, was haben wir denn noch alles? Ich kann halt alles ändern. Es ist der Wahnsinn, Alter. Es gibt viel zu viel zu ändern. Das ist vor allem das große Problem. So, wo sind die? Ich will gerade mal Felgen suchen. Ruby Engine? Der müsste aber bei Body sein, ne? Front Brakes, Front Wheel Hub. Ja, wir sind nur, dass ich 5 Loch habe, aber ist ja nicht die Felge an sich, oder? Nö. Da, wo ist die Felge? Ich finde da keine Felgen, muss ich echt sagen, aber ich bin wieder komplett behindert. Front Left Mudflap, was gibt's denn hier noch alles? Kenner, ach, what the fuck. Number Plate kann ich noch machen. A Bumper Accessory, Pushbar. Habe ich da so eine Stütze vorne drin? Ja, geil, drin damit. Quad Canards. Nichts ist besser als 4 Flaps an der Front. Die irgendwie nicht mal richtig angezeigt werden. Innocent Customs Badge, alles drin. Gleich spielt mir das Spiel, weil ich das Ding so vollballer mit Sachen. Grill Separations, ja, passt schon. Front Splitter, Extreme Front Splitter, gib ihm. Holy shit. Er glitscht auch Gott sei Dank gar nicht. Das ist aber sehr gut. So, Glas. Ich kann Polizei rein. Alter, what the fuck? Kann man. Alter, yo, ich kann im Innenraum auch noch alles umändern. Alter.
Oh, hinten kann ich auch noch Kenneths dran machen. Ja, aber hallo. Rear Diffuser, Kenneth Kid. Bam. Irgendwas geht gerade schon wieder kaputt. Ich mache irgendwas nicht richtig, wenn ich das tue. Egal. Hood, Trunklet, Cape? Ja, aber hallo, USA, habe ich jetzt wirklich eine Flagge irgendwo hängen? Ja, habe ich. Das war keine Frage, das ist einfach eine Aussage gewesen. Es tut mir leid, Entschuldigung. Ich suche aber immer noch die Felgen. Oder, ich muss da nochmal draufklicken. Mein Gott, Alter, man muss das auch erstmal durchblicken. 15 mal 9 Gray. Ich muss Fitman halt gleich trotzdem ändern, weil wir absolut nicht fit gefittet sind. Oh, ist egal. Das ist okay. Rear Suspension, Rear Wheel Hub, Rear Rims. Ich kann sogar andere Reifen draufpacken. Ach, krass. Warte, kann ich... Da sind zwei Fünfer drauf. Kann ich da auch... Kann ich da Stretch drauf hämmern? Warte, geht das? Was ist für ein Reifen, der drauf ist? 29x10 All-Terrain Rear Tire. Ich hätte gern vielleicht Felgen, die vielleicht nicht komplett komisch sind. 17x8. Das klingt gut. Die nehmen wir. Die ist schon absolut weit drin. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Egal. Ah, das kann passiert im Westen. Was habe ich jetzt überhaupt drin? Wir type... Mal das nochmal. So, jetzt sind 225 drauf. Ich kann auch empty machen, rein theoretisch. Nein, aber Stretch kann ich leider nicht machen. Schade. Ich habe es gehofft. Stretch ist leider nicht drin. Okay, meine Fresse. Radio Area Kit, Roof Accessory. Alter, man kann halt so viel Quatsch machen, dass wir jetzt nach 5 Minuten schon dran sind, dass ich diesen Wagen am Basteln bin. Nur damit ihr schon mal wisst, wie viel man ungefähr an den Wagen ändern kann. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr den ganzen Tag nichts vorhabt. Gönnt euch. Painted Chrome Headlights. Dark. Orange Headlights. Geil. Gib ihm. Ich sehe schon, komm, beim ersten Mal fahren explodiert diese Karre einfach in alle Himmelsrichtungen. Das ist sowieso konsequent immer schon am Glück. Underground. Ja, gib ihm. Die ganze Front ist grundsätzlich. Hat die keinen Bock drauf, dass ich das jedes Mal neu mache. So, Body haben wir. Jetzt müssen wir noch beim Engine machen. Weil wir brauchen natürlich noch Turbo. ECU Tuning extra. Ich will ein Turbo haben. Straight Pipe. Yup, gib ihm. Perfekt. Das ist das, was ich brauche. Engine Block. Transmission. Nitroxide. Idle Intake. Ah, da. Stage 3 Turbo. Oh. Ich brauche diesen Cutout eigentlich gar nicht. Na, egal. Ja. Ich würde sagen, das passt soweit. Livery, es gibt Liveries. Street Tuned. Guck mal, ob das gut aussieht. Es hat gar nichts geändert, um ehrlich zu sein. Es hat nichts geändert, egal. So, ich muss mal kurz das Fitment ein bisschen ändern, weil das geht natürlich nicht klar. Camber Adjust, Toe Adjust, Tire Pressure, Wheel Offset, da. Ja, so, ne? Ist ja weiter raus. Ah ja, das ist richtig, okay. Ich hab diesmal zumindest den richtigen Slider gefunden. Ja, gut. Dann habe ich jetzt auch die letzten 7-8 Minuten das hier mit euch gemacht. Ja, und bei euch so. Ihr habt auch wichtige Sachen in eurer Freizeit. Wir haben das Ding gebaut. Das wir davor... Warte, ich glaube, wir müssen mal kurz das Bullbar-Ding wegmachen, weil das hat, glaube ich, leichte Probleme mit dem, was wir davor haben. Deswegen werde ich das mal ganz kurz an der Front... Stoßstange ändern. Pushbar. Empty. Jetzt dürfte es vielleicht ein bisschen weniger glitschen. Ah, das sieht doch schon besser aus. So. Das sieht doch schon viel besser aus. Ich fahre irgendwie andere Felgen anscheinend. Gut. Also, was haben wir gemacht? Wir haben Freundesbilder gemacht. Wir haben eine Haube mit Löchern drin. Wir haben Streifen drauf. Oh, wir haben Sticker auf der Seite. Das ist ganz schön geil. Warte, wir müssen kurz mal die Farbe des Autos noch ändern. Sonst kommen die ja gleich. Hoppala. Ich soll wieder auf dem Spiel bleiben und nicht raus. Guten Tag, Windows. Nicht raustappen. Aber so ein schönes Blau, das ist gut. So, dann haben wir Splitter vorne geändert, Kernels dran, Stoßstange, Felgen, Breitbau vorne, Breitbau hinten, riesigen Heckspoiler, riesen Diffusor, Burgerschild, weil warum auch nicht. Innenraum könnten wir auch noch machen, der ist mir jetzt aber relativ latte erstmal. Und Amerika-Flagge hinten dran und ein 15 eingebaut. Stimmt, wir haben ein bisschen was gemacht seitdem. Irgendwas schleift wie die Hölle. Und irgendwas kommt überhaupt nicht aus dem Quark.
Warte, können wir auch Allrad umbauen oder ist Frontantrieb nur immer die Lösung? Weil ich glaube, er hat mit dem Motor und dem Antriebsart leichte Probleme. Engine? Camshaft. Ha, da. Performance Camshafts. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Ich hoffe, wir haben jetzt... Ich habe keine Ahnung. Fast wie viel Manual Gearbox. Ich so 20 Gänge, die ihr durchkloppen kann. So, machen wir 7 Speed Dual Clutch. Wisst ihr eigentlich hoffentlich? Oh, nein, die Vorderachse hat so gar kein... Warum kann ich, wo kann ich denn auf Allrad umbauen oder kann ich das nicht? Das ist ja komplett Motortöten, was ich hier mache. Engine Cover, Engine Blocks, Dodge Engine, Radiator, Body, Track Mode, Front Bumper, Door Handles, Engine Bay Reinforcement, God Mode, Front Girl, Skylight 9, Towhead, Trunk Content, City Roof Modifications. Also, entweder kann ich nicht auf Allrad umbauen oder ich müsste eine vollgefertigte Version nehmen, weil wir haben jetzt Allrad, 5 Zylinder und die Vorderachse hat massivst keinen Bock drauf, was da passiert. Egal. Aber ich muss einfach samt das Gas angehen, dann geht das. Die Vorderachse ist nur am Sterben. Ups. Ja, und der Motor auch. Drehzahlproblem. Hoppala. Hoppala. Okay, der Motor, den ich da reingebaut habe, hatte leichte Probleme mit dem, was er bekommen hat. Warte mal, es gibt ja auch noch einen V8-Motor, ne? Also, ich habe nur gesehen, dass es einen gibt, ich frage nur. Ne, war was Größeres sogar, ne? 10 Liter Flatplane V8. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Spiel muss erstmal laden, das ist, glaube ich, wirklich ein Flugzeugmotor. Ne, V1-Motor. Das sieht nicht sicher aus. Ah ja, da. Schöner Formel 1 Motor. Das lief ja nicht so gut. Ich müsste ihn halt auf Allrad umbauen. Oh, Alter. Okay, warte mal. Wir gucken mal, gibt es eine Version mit Allrad? Also nur so für einen Freund frage ich sie ganz halber. Stanced. Ah, All-Wheel Drive. Street-Tuned. Da. Wir nehmen mal kurz eine Alternativversion. Wir haben ja den jetzt ein bisschen getuned. Ihr habt gesehen, was wir damit anstellen können. Ziemlich viel. Der sieht sogar echt gut aus. Man kann auch was Schönes draus bauen, wie wir gerade sehen. Also ich dachte, ich zeige euch das gerade mal kurz. Ich muss den mal ganz kurz hier. Ja, man kann auch was Schönes draus bauen. Gut. Das haben wir uns jetzt kurz angeschaut. Jetzt machen wir das kurz wieder kaputt. Warte mal. So. Ich will trotzdem den Formel 1 Motor haben, ist mir scheißegal, gib ihm. 10 Liter Flatplane V8 oder gibt's einen V12? Nein. So, Engine haben wir, jetzt brauchen wir noch Turbo. Geht nicht? Ist das System? Geht auch hier, empty. Müsste einfach scheißen aus, weil wir gar keinen Auspuff mehr dran haben. Okay. Nee. 100.000 RPM. Ja, gib ihm mehr Drehzahl. Geht jetzt wirklich bis 100.000 unten rechts oder was? Nein, okay. Doch, es geht jetzt bis 100.000. Das macht absolut keinen Sinn. Driving Information. Mhm. Okay. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben einen Motor, der bis 100.000 dreht. Was soll schon passieren? Ich habe keine Ahnung, was das Problem sein könnte. Dass unsere Bremsen eindeutig nicht dafür gedacht sind. Hoppala. Aber dadurch bauen wir wieder schöne Unfälle. Gab es ja viel zu wenig in der Folge. Oh, Alter, das bringt ja nicht. Warte mal, können wir die Bremsen vielleicht noch verbessern? Gibt es da noch eine Möglichkeit? Body. Front Suspension. Front Brakes. God Mode Brakes, perfekt. Was passiert, wenn ich das nur vorne mache? Ich muss die Karre jetzt voll in den Stoppie hinlegen. Hallo? Machen die nichts, weil die hinteren nichts machen? Oder warum habe ich jetzt falsch gemacht, weil er da keinen Bock drauf hat?
Oder ist Godmod gar nicht so gut und ist es meine Meinung? Aber Godmod heißt doch für mich positiv. Genau, hinten auch welche dran, sicherheitshalber. Irgendwas passiert gerade mit meinem Auto. Ich weiß nicht, warum er das macht. Hallo! Beruhig dich! So. Also, ach, scheiß ESC, verpiss dich doch jetzt bitte. Aber ABS gibt es auch noch irgendwie auszustellen. Warte mal. Fun, Electrics. Egal. So, gib ihm! Alter! Okay, der Motor mit 100.000 Umdrehungen, wer hätte damit gerechnet, ist unfahrbar. Das dachte ich, schmeiße ich euch jetzt mal als Fakt hinten rein, damit ihr Bescheid wisst. 100.000 Umdrehungen klingen lustig. Sind wir ehrlich, sind sie auch, aber fährt sich halt absolut nicht. Kann man damit auch normal anfahren? Also mit normal meine ich normal. Wir haben jetzt schon 7.000 Umdrehungen mit dem ersten Au! Gasstoß, mein Gott. Eigentlich nur auf den Highway, dann können wir schon ein bisschen mehr probieren. Alter, wir sind jetzt schon mal Hund. Wir fahren einfach so leicht Gas. 7.500 Umdrehungen, man kennt das. Zum Einfahren. Alter Verwalter! Okay, sind wir ehrlich, das Spiel hat jetzt auch leichte Probleme mit 100.000 Umdrehungen. Ich meine, wir haben so ein paar Bugspikes, die hier und da wegschießen. Ist nicht ganz richtig. Scheiße. Okay, ich baue vielleicht mal einen anderen Motor ein. Wir bauen da vielleicht mal einen anderen Motor ein. Ich meine, ich werde damit gerechnet, dass dieser Motor gar nicht so geil ist. 4,5 Liter V8. Der V8, den kann ich doch sicher noch Turbo laden. Der klingt doch schon wieder harmloser. So. Race Camshafts, sicher, sicher. Stufe 3 Supercharger mit Blower. Ich glaube, ich muss die Haube entfernen, ist wahrscheinlich, ne? Sollte ich höchstwahrscheinlich, aber mache ich. Nein, Spaß. Ich mach's gleich. 6-Speed Sequential. No Rev Limiter, perfekt. Wir brauchen keinen Rev Limiter. Gib ihm einfach. So, und Haube. Jetzt mal kurz noch die Haube entfernen. Hut, Hut, Hut. Wo ist die Hut? Ich mal wieder nicht sehe. Ich jetzt blind bin. Da, Hut. Stockhut. Ne, warte. Stockhut ist ja kacke. Brauchen ja gar keine Hut. Warte. Da. Da. Ja, da war Hut with huge hole. Perfekt. Wir brauchen einfach eine Haube mit einem großen Loch. Super. Alter, das sieht leider schon sehr sexy aus. Okay. Ich glaube, wir haben nicht die Reifen für den Motor. Oh, der Kompressor! Alter! Hey, das sieht aus wie bei jedem Viertelmeile-Rennen jedes Mustang-Fahrers. Ich meine, also sah gerade wirklich sehr glaubwürdig aus, der Abgang. Wir haben Allrad, ne? Ich sag's nur. Also nicht, dass unser Antriebshelm das anscheinend irgendwie juckt, aber für den Fakt, dass... Kurz so, Start. Wahrscheinlich haben wir keinen Allrad, weil ich trotzdem wunderbaren Burnout ziehen kann. Komm schon. Oh, Alter. Wir haben leichte. Wir haben ein minimales Problem mit Grip. Auch nur minimal. Komm, dann ändern wir doch mal die Hinterachse. Das können wir doch auch. Wir können auch die Hinterachse anpacken. Body. So. Das Rear Suspension. ...15x9. Ich hätte da gern irgendwas richtig krass Breites. So eine... Ha! 18x10! Da sieht das schon besser aus. Brauche ich noch einen riesen Reifen drauf. 2,75. So, jetzt gucke ich mal, ob das was schon ändert. Ich habe mehr Reifen. Und ziehe einen besseren Burnout als vorher.
Ah, doch, es hilft ein bisschen. Man glaubt ja gar nicht. Breitere Reifen hilft bei Stabilität bei meiner Leistung. Wer hätte denn damit gerechnet? Wow! Alles gut. War nur die Stoßstange. Nein, 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 nein! Jetzt war das restliche Auto. Scheiße. Ah, wir haben sogar einen Monitor auf dem Beifahrersitz. So wie sie den richtigen Tuner, dass sie gehört. Kannst du während der Fahrt noch dein Setup ändern? Natürlich. Ich habe extra keinen Rev-Limiter drin. Das Spiel so. Ja, der wird drehend so hoch. Komm schon. Okay, wir nehmen mal eine Drag-Ausführung von dem Kollegen. Weil es gibt ja, glaube ich, auch nur eine Drag-Version. Die müsst ihr ja hier ein bisschen mehr schaffen. Wo haben wir sie denn? Geht doch hier eine total bekloppte Version. Okay. Cannon Car. Double Decker. Oh Gott. Vertikorn. Deo Velante Spec. Wo gibt's denn? Front Redrive Drag. Drag with Blower. Perfekt. Das nehmen wir mal. Der dürfte ja jetzt das, was wir gerade versucht haben, hinbekommen, ohne dass ich dran anlegen muss, weil ich sonst wieder verkorke. Oh ja. Das klingt schon anders. Und die freuen wir auch noch. Ja, nice. Gib ihm. Ja, der liegt ein bisschen stabiler als meine Version, aber das ist auch nur marginal. Alter, 400 Sachen. Kommen wir da durch? Ein einfaches Nein hätte man auch sagen können. Ich hätte jetzt, man muss hier nicht direkt in die Luft gehen, nur wenn meine Aussage vernünftig ist. So, drehen wir das Ding einmal. Ah, er hat natürlich auch vorne schmale Reifen, ne? Er hat es richtig gemacht. So, gucken wir mal. Ah, okay, das war laut. Ah, ich hätte nicht auf die Haube gehen sollen. Das war laut. Hei. Oh Gott, wir lernen richtig hart fliegen. Alter. Oder wir klatschen einfach gegen der Pipeline. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Aua. Okay, das war nicht so geil. So, ich will jetzt einmal nochmal als letztes den Doppeldecker ausprobieren. Die restlichen Autos überlasse ich euch sehr gerne mal. Wir können auch gerne nochmal ein zweites Video machen. Wenn ihr sagt, oh, der hat so viele Möglichkeiten, mach nochmal ein zweites Video, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Können wir gerne von mir aus nochmal machen. Weil er hat ja wirklich scheiße viele Versionen. Pedals on top steel. Was macht der Unterschied für mich? Ah, okay. Hier, wenn ich das habe, dann geht der Motor nicht mehr. Wenn ich hier nicht mehr gehe, dann, wenn der oben abreißt, geht die Lenkung nicht mehr. Ich sag mal so, wer braucht schon eine Lenkung, wenn er Vollgas geben kann? Aber du kannst nicht mehr, der bringt Lenkung nicht, wenn du stehst. Das sieht sehr interessant aus. Stimmt, jetzt müsste ich auch... Ah, hier sind die Pedale, jo. Radio ist auch rausgebaut, gebaut sich als halber mal. Ah, das ist eine schöne Fahrposition. Hier fühle ich mich wohl. So ein bisschen erhaben. Aber sitzt so ein bisschen über dem Volk. Das gefällt mir. So, die Fahrposition. Oh ja. Ja, leichten Schwerpunktunterschied. Minimal. Wir nehmen jetzt mal die Abfahrt hier. Das kriegen wir schon hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mal ganz kurz Folgendes machen. ESC. Bye-bye. So, weil dadurch regelt er nämlich rein, sobald ich kippe. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, wenn das Spiel meint, na, der kippt, geh mal vom Gas, das funktioniert so nicht. Weil jetzt kann ich nämlich das hier machen. Hui! Karoten so komplett ab einfedern. So, Autobahnabfahrt. Handbremse. Au! Nein, meine Radkappe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich stehe voll in den Eisen, aber das wird nicht viel bringen, glaube ich. Ha, Auto ist doch noch vollkommen heile, wie wir sehen. Man muss nur das richtige Auto anschauen bei Unfällen. Fuck, jetzt hänge ich in der Leitplanke fest. Warte mal ganz kurz. Ich sollte echt aufhören, die falsche Tastenkombination zu drücken. So.
Ja. Oh, Alter, okay. Stoßstangen und Scheinwerfer haben wir da gelassen. Der braucht die auch schon, finde ich. Das ist auch ein total unnütziges Teil, weil wir haben oben immer noch einen Stoßstangen und Scheinwerfer. Man kann umverbauen, man hat immer noch alles dabei. Ist nicht so, dass man irgendwas verloren hat. Man hat es ja doppelt. Also alles gut. Ich repariere es nochmal ganz kurz, weil ich einmal noch richtig Schwung bauen will, weil ich noch einmal einen Unfall haben will, wo auch dieser Doppelaufbau uns irgendwas bringt. Das ist halt wirklich sehr hoch. Da muss man einfach mal sagen. Fahren wir jetzt einfach mal hoch, was soll da schon passieren? Come on, zieh! Oh, rutschen wir genau auf den Baum, dass wir uns genau auseinanderteilen können. Ja, komm, Split. Shit, immer noch nicht. Ich dachte, wir rutschen wirklich so auseinander, dass knackt die Karre so hinten auseinanderbricht. Das wäre sehr lustig gewesen. Muss man jetzt mal so sagen. Ich will schon alleine nicht kippen, weil der Schwerpunkt eindeutig sagt nein. Aber ich habe die Hand Gottes. Nein, die keinen Bock drauf hat. Fick dich doch, komm jetzt. So, jetzt aber. Fährt noch. Kann man da nicht streben, überhaupt reißen? Kann der überhaupt auseinanderfallen? Weil das Spiel ja meint, wenn die auseinanderfallen, kann das überhaupt passieren? Also ich meine jetzt ehrlich, ich probiere es mal gerade aus, warte mal. Ob das heißt Stoßstange, die brauchen wir nicht. Wir nehmen den Rahmen. Ich muss ein bisschen weiter rauszoomen. So, ich brauche ein bisschen mehr Aktionszeitplatz. Ich glaube so wirklich, das Spiel meint, der Modder meint ja, die können auseinandergerissen werden. Also ich sag mal so, was muss ich dafür anstellen, damit das passiert? Dann ist mir jetzt mit dem Fahren Ah, okay, doch, geht schneller, als ich gedacht habe. Da habt das. Kann ich jetzt auch Gas geben? Geht die Lenkung noch? Ich bin gerade echt am Überlegen, ob die noch geht. Die Lenkung geht jetzt nicht mehr, ne? Dürfte nur noch Gas annehmen, richtig? Ja, Lenken geht nicht mehr. Ist nur noch Vollgas. Okay, gut zu wissen. Wunderbar. Aber immer schöner Mod, sehr umfangreich. Den könnte man auf jeden Fall nochmal über die Crash Map schicken. Ich wollte heute einfach jetzt mal gucken, was da so umfangtechnisch geht. Also es geht scheiße viel. Aber wenn ihr nochmal sagt, mir will ich nochmal gecrashed haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Link zum Mod in der Videobeschreibung. Haut rein, bis dann. Tschüss.